Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir ein Video zum Thema Image Streaming. Das Thema ist der Kreis und als Archetyp, und zwar um unsere geistigen Kräfte. Ist ein Teil oder beinhaltet, sagen wir so, der Kreis. Der Kreis steht für den Geist und deswegen machen wir heute so ein Image-Streaming zum Thema Kreis. Ich will jetzt nicht diese ganzen Inhalte erklären. Ihr könnt es auch gerne nachlesen, was ich ein bisschen schreibe oder selber recherchieren im Internet über den Archetyp Kreis. Aber ich schreibe es auf dem Blog, einen kleinen Artikel dazu, da könnt ihr auch ein bisschen reinlesen. Findet ihr den Link unter einem Video. Und jetzt steigen wir ein in dieses Image Streaming zum Thema Kreis als Archetyp. Und ich habe so ein Bild vor mir. Die Sonne, aber nicht direkt die Sonne, sondern so mehr als eine Art Planet, der glüht und in der Ferne ist und nicht so hell, wie sie am Tag scheint, sondern eher Dunkelheit ringsumher, Nacht leicht, aber doch trotzdem strahlt die Sonne noch Licht aus. Diese Sonne wird überdeckt von Bäumen, Ästen, alles schwarz, diese Äste in Dunkelheit, in die Nacht gekleidet. Ein bisschen weiter vorn so leichte, umrissene Büsche in ein Nebelfeld eingetaucht. Noch ein bisschen näher und mir geht es auch auf so eine Art Wiese oder wie auch immer mit Nebelfeldern zu tun. Eingetaucht, also es ist auf der einen Seite eine Stimmung sehr frisch, trotzdem noch eine gewisse Wärme da von der Sonne, und ich erkenne eben jetzt hier diese Elemente für die Materie, den Baum, die Bäume, die Büsche, die Erde, das Wasser, der Nebel, der Dunst, die Luft zugleich im Hintergrund, auch in den Nebel mit dem Wasser vermischt, die Luft, das Element und die Sonne, das Feuer. Und so erkennen wir alle vier Elemente, also die Luft, das Wasser, das Feuer und die Erde am Boden. Also es ist so eine Reise in so ein Archetyp rein, und das uns fördert in der Kreativität und hat natürlich den Vorteil, wir könnten uns jetzt da weiter damit befassen, in die einzelnen Elemente reingehen, weil auch der Kreis steht für Energie, und ich kann jetzt in eine archetypische Energie dann reingehen, weil so eine Energie ja ein Feld erschafft, morphische Felder. Und ich könnte jetzt in ein Feld reingehen, was mit Materie zu tun hat oder mit der Luft oder mit dem Feuer, und könnte mir da gewisse ein Feld mit öffnen. Und jedes Feld hat ja Informationen, man nennt es auch Akasha-Chronik, in die wir eintauchen können, um diese Informationen eben zu bekommen. Also ihr müsst euch nichts denken, mein Hund ist da unten gesessen, den habe ich jetzt wieder gesteigert. Jetzt hat er sich hierher gesetzt, und deswegen war ich vorher ein bisschen mit den Händen hier unten am Hund streicheln leicht. Ne? Er setzt sich so zwischen meine Füße rein. Okay, also das war's. Ich möchte euch wie immer anregen zum Nachmachen. Das Thema soll immer sein, ich will es nicht wissen, ich will es erleben. Man soll es tun, immer wieder tun, weil gerade dieses Image-Streaming
uns immer einen Schritt weiterbringt. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude und frohes Erleben von deinem Archetypen des Kreises. Okay, bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.